So, Kollegen. Das ist der Dini Trollvertreter da und der macht mir jetzt mein Auto. Und jetzt sage ich mal ein bisschen sein Bus, aber es kriegt seinen Anhänger, was er da ist. Dann sperrt er den Glückshafen auf. Die feine Geschichte. So, dann grüß euch. Jetzt geht's los. Der Kollege von Dini Troll wird uns jetzt ein bisschen was erklären, was wir jetzt alles da auf meinem Bus aufsprühen. Ich kenne jetzt wenig aus. Er ist ein Fachmann. Er sagt auch, weil ich Offroad fahre, Camping im Gelände, Gatsch und Dreck, was da am geschicktesten ist. So, da darf ich euch einmal vorstellen? Das ist auch der Kollege Dini Troll. Hallo, grüß euch. Mein Name ist Hermann Waldi. Ich bin von der Firma TKS. Wir sind für den Vertrieb für Dini Troll Produkte in Österreich zuständig. Wir haben natürlich relativ viel Erfahrung, wir sind sehr viel Nutzfahrzeugbereich, auch Bundesheers unterwegs und damit haben wir immer, wie gesagt, mit härteren Einsätzen von Unterböden relativ schon viel gesehen und haben irgendwo einige Tipps oder einige Anwendungen für euch, was wir euch empfehlen können. In dem besonderen Fall, wie es eben jetzt ist, der Sprinter ist ja von den her sehr gut vorbereitet. Wir begegnen uns da jetzt eigentlich schon wirklich in einem Bereich einer Neubaukonservierung, fast so schön wie er gemacht ist. Also, aber um das einmal ganz kurz noch einmal ganz wichtig zu unterscheiden, der Hauptunterschied ist eben immer bei einer Konservierung, da reden wir immer von einem Neuwagen, weil ein Neuwagen tue ich konservieren und der Wagen, der einfach schon vorhandenen Rost hat, da reden wir mehr immer von einer Rostreparatur, das heißt, ob einen gewissen Rostgrad am Fahrzeug, brauchen wir eine gewisse Vorbehandlung. Bei den Sprinter ist das jetzt schon geschehen, also der ist ja wirklich schon sehr gut vorbereitet, wie gesagt, kommt teilweise mit einem Produkt von uns, mit dem RCX, das ist jetzt kein Dini-Troll-Produkt, aber von Karlin. Karlin ist von der Firma TKS, also von uns selbst, entwickelt und getestet. Und das verwenden wir eben, das hat eben den großen Vorteil, dass ich eben blanke Stullen auch damit grundieren kann, so wie eben die rostigen Stullen etwas neutralisieren kann. Ich habe einen sehr guten Nebeneffekt, wenn ich es aufspritze, ist es zuerst tiefgrün. Es ändert die Farbe so schnell, wie es eigentlich anzieht. Somit habe ich ein bisschen an Überwachungseffekt von den Schichtstärken her. Wenn es dann komplett kohlraum schwarz ist, sollte man es über Nacht stehen lassen. Am nächsten Tag kann es dann auch behandeln, eben mit einem von unserem Korrosionsschutz. Ich brauche. Und da möchte ich mich dann schnell mit rein. Ich mache eine Fotos, ich habe die Fotos gemacht, die wir mit einblenden, wie das ausschaut, die Farbe vorher und die Farbe nachher. Genau. Also es ist reine Überwachung der Schichtstärke, wenn was ganz schnell in schwarz umwandelt und auf der anderen Seite nicht, dann sehe ich, okay, da könnte ich noch was nachspritzen und kann eben dann, wie gesagt, nach, wenn es auch noch drauf ist, ist mit meinem Korrosionsschutz drüber wachsen. Bei dem Auto ist es jetzt so, wenn es eben ein bisschen mehr ins Gelände geht, da empfehlen wir jetzt das Metallic, nennt sich das, das ist 4942, das ist ein Korrosionsschutz, hat wirklich eine Metallic Schimmer, kann man auf Auftrag sagen, bis zu 600 bis zu 800 μ sogar. Also da habe ich wirklich eine sehr gute Schichtstärke drauf und habe natürlich auch somit einen guten Schutz, einen guten Gegenabnutzung. Alles, was ich natürlich im Dünnschichtbereich verwenden würde, wäre eben der Korrosionsschutz wieder schneller drauf weg. Und mit Metallic habe ich da wirklich einen sehr guten Schutz. Werner, wie gesagt, Bundeswehrfahrzeuge sehr viel damit gemacht. Speziell Achsbereiche, wo einfach sehr viel Abrieb stattfinden kann. Vorher werden wir bei den Fahrzeugen noch die Hohlräume machen. Das werden wir machen mit unserem ML, das ist eben einer unserer ältesten Produkte, hat eine irrsinnige Kriechfähigkeit und die haben einen großen Vorteil, auch wenn ich mit dem RCX vorbehandelt habe. Es gibt immer noch vielleicht gewisse Restbohrenstellen, wo der nicht so bekommen ist, da schafft der ML, er kriegt da wirklich sehr ins Detail, lässt ihn wiederum zwischen einer Ablaufzeit, zwischen sage ich mal, einer halben Stunde und drei Stunden, das kommt je nach Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit drauf an, auch der Zug ist sehr entscheidend. Und dann kann ich mit einem Dickschichtprodukt drüber gehen. So in dem Fall werden wir es eben jetzt mit dem Metallic machen. So, dann jetzt gehen wir es an. Stuhl rein. Fühle ich es eh nicht, weil da der Flächen, da tun wir gar nichts, ist alles wunderbar. Aber da werden wir es machen. Vorne bei Federfahren. Weißt du, der soll weg, der Prestige-Ding werden. Das ist ja da, werden wir es machen, schau. Ist klar. Du siehst jetzt zum Beispiel Wachs und Wachs, ja. Ja. Da ist da gar nicht reingekommen, wohin eigentlich gehört, gell? Da bei den Geschichten was machen. Das wollen wir jetzt mit der schönen Fußbehandlung, die Geschichten. Das wollen wir jetzt schön mit der Rosenfußbehandlung, aber wenn wir den Hohlraum allgemein machen, das wird sein Unterboden, dabei kann das abliften auf die freien Fläche. Perfekt.
Und das ist das Dünnflüssige, was in die Ritzen reinkreiden kann, oder was? Genau, da sind da wandert jetzt durch so eine schön. Okay. Und dann, wenn man nicken mag, dann hoch drüber spritzen. Und dann schließen wir es schön ein. Okay. Bleibt das dann drin. Dicke Box, verschließt die Oberfläche dann wieder. Jetzt geben wir ein bisschen Zeit. Also sozusagen, es macht dann einen Sinn, auch die ganze Aktion, dass man nicht nur grobflächig irgendwie was drüber hat, sondern auch wirklich ja, akribisch. Wir versuchen wirklich, jede Ritzenflecksack auch zu nehmen, weil da ein Box wandert immer nur bis zu einem gewissen Grad und weiter okay, kommt man nicht, weil er natürlich eine gewisse Viskosität hat, speziell eine Icon-Box, mit denen man das Auto noch konservieren kann. Ja. Und das ist so dünn, das Krieg, weil das fährt mir wirklich alleine bis zum Mittelpunkt von diesen Bauteilen. Mhm. Und dann, wenn man dicke Box drüber spritzen, der man schließt die Kanten eigentlich automatisch und wie gesagt, dann bleibt das dünne der Fischen drin. Deshalb, das wird dann auch nicht griffig, da wird es leicht klebrig auf der Oberfläche, so bleibt es dann und es wird dann nicht mehr flüssig. Perfekt. Ja, da machen wir jetzt rein die Geschichten, den Rest Hohlraum ist dann wieder eigentlich. Rein, das ist das, was wir oberflächentechnisch noch machen. Weil es bringt nichts in die Werkstätten, die was ein bisschen Geld verlangen und dann einfach nur über den ganzen Dreck was drüber hauen und dann sind sie am nächsten Tag, sind die Autos abholbereit, was eigentlich ein Blödsinn ist. Weil, warum? Das hast du mir mal erzählt. Das Problem ist, es gibt einen gewissen Werbefilm jetzt sogar, wo die Kunden sogar eingeredet werden, sie können aufs Auto warten, es wird konserviert, dann wird aber nichts anderes getan, als wie ein Auto kommt von der Straße, was so wie ich jetzt dazu fahre, wenn mein Auto auf die Bühne kommt, wenn nur zwei Deckklober geschraubt, dann fangen wir an mit der Rotbürste, ein bisschen sauber machen, blockblasen. Ich habe es nie gesehen, dass es groß ist. Wie gesagt, der Kunde kommt, gibt es ein schönes Video bei einer VW-Werkstatt. Und so wird das verkauft, dass der noch durch zuschauen kann, dann wird ihm das kurz erklärt, dann wird das Auto eingesprüht und nehmen ihn dann wahrscheinlich bei 400 Euro. Es ist aber nichts passiert. Das wird im Karotthaus ausgenommen, das heißt, eine Radschale Plastik muss entfernt werden. Radschale Plastik hat immer. Hat man Fahrzeug, wird sich natürlich bewegen und immer wo Reibstellen sein, wird es irgendwann einmal blank oder wo Salz dahinter, dann hast du irgendwann eben auch Durchrostung. Sehr leicht. Ich kenne Chips zum Beispiel, die haben speziell im vorderen Bereich gehabt, ganz oben, da haben sie das Rotschalenplastik rausgenommen, der war auch dann ein Jahr, das Auto hat einen Listenpreis von 20.000 Euro gehabt, das haben sie rausgenommen, hast du den Motor auch reingeschaut. Und so wäre das konserviert gewesen, hätte man da sehr viel vermeiden können. Genau, es ist nicht so wie aus den Augen, aus den Sinnen. Machen auch Plastik drüber und das, was wir nicht sehen, das muss man nicht behandeln. Das ist ein Fehler. Und gerade hinterm Plastik versteckt sich viel Staub, Schmutz, Feuchtigkeit. Plastik macht im Endeffekt nichts anderes als wie einen Schutz. Ebenso wie wir mit dem Unterboden eigentlich auch nichts anderes machen. Wir schützen jetzt unsere Vorfundierung. Wir schützen eigentlich. Aber die Vorfundierung, was jetzt da ein Fahrzeug ist, nicht bricht, nicht aufreißt, einfach aus den Steinen. Aber Steine machen wir diesen Lackaufbau hin und dann entsteht Rost. Und wenn ich den Lackaufbau mit unserem Wok schützen kann, dass dem nichts passiert, somit habe ich meinen Langzeitschutz. Los ist es. Ja. Es gibt immer eine sogenannte Vertuschung oder eine sogenannte wirklich perfekt bestmögliche Vorbehandlung, um dann wieder einen bestmöglichen Unterbodenschutz aufzubringen. Und dann hat der Unterbodenschutz eigentlich den Sinn wieder des Sinns. Er schützt meinen Unterboden und nicht versteckt Rost. Das soll er eigentlich nicht machen. So ist es. Ich tue immer bei den Leuten, die das Auto leasen, die sagen mir, egal, ich fahre mit denen noch 3 Jahre. Schön ist halt dann, wenn ich nach 3 Jahren mein Auto eintauschen will und mein Unterboden vor Querlichkeit relativ schön angerostet ist, wird mir natürlich die Werkstätte meines Vertrauens das natürlich auch berücksichtigen und in meinen Kosten wird sich das niederschlagen. Ich werde weniger Geld dafür kriegen als ein behandeltes Auto, weil dann kann man nicht sagen, du schau her, ich kann ihn mir so alles wieder verkaufen, ich muss da und da was reparieren an Rost. Das gilt da nicht, weil wenn er konserviert ist, kriege ich das Geld sehr wohl zurück. Aber es ist ja doppelt so viel, als wie gezahlt. Siehst du, Kollege, nicht nur die Kratzer werden berechnet auf dem Lack, sondern der Rost unterm Lack oder unterm Boden. Ich habe die wichtigsten Stellen erwischt. Die Stellen natürlich die meisten gut erwischt. Aber es schadet nicht. Er ist eben immer feinbohrig. Und sie müssen feinbohren, lege ich dann mein ML-Regel auf Boxbasis, ganz wichtig, anhängen. Und das nach einer kurzen Abluftzeit bindet sich perfekt mit meinem Unterboden, was man dann als zweite Schicht
beziehungsweise noch ein Host und One eigentlich schon als dritte Schicht aufbauen. So, der nächste Arbeitsschritt. Jetzt machen wir die Hohlräume, da verwenden wir unsere Airless-Pumpe. Das ist ein Airless-System, das heißt ein luftloses System. Ich nehme schon Luft, aber da betreibe ich nur meinen Pumpenmotor. Und dann sauge ich nur über einen Pumpenkolben das Material und das Druck ein bisschen Schlauch. Deswegen habe ich auch nur einen Schlauch zur Pistole. Das heißt, da kommt wirklich rein nur Material und keine Luft. Somit habe ich auch sehr wenig Sprühnebel. Nicht nur für unsere Gesundheit gut und für die optische Geschichte an Arbeiten, sondern natürlich auch für die Umwelt. Ein gutes Thema, wenn nicht so viel Lösemittel frei gemacht werden. Das ist jetzt eine flexible Sonne, die spritzt vorne auf der Oberfläche 360 Grad aus und somit kann ich wirklich meine Hohlräume wunderbar damit konservieren. Verwenden kann man da das Ding mit Polwachs Penetrant 3D. Das ist ein transparentes Wachs, leicht gelblich eingefärbt. Hat ein relativ gutes Stehvermögen, speziell in so große Hohlkörper wie der Sprinter hat, dass ich da auf der Seite, auf der Seitenwände stehen bleibe und hinten an die Ecken und Kanten operiere. Und leider sind halt beim Sprinter und bei den ganzen Busse so viele verschiedene übereinander gelegtes Blech, weil er eine Steifigkeit braucht, weil es ja doch ein Transporter ist. Der hat nicht so wie bei den Geländefahrzeugen einen tragenden Rahmen, wo das Heißel draufgesetzt wird. Und wie ihr die Fotos noch sehen werdet oder schon gesehen habt, ist halt viel Rost drinnen gewesen. Oder besser gesagt, ein Wachs war drinnen, das was eigentlich abladelt ist, das was für nichts war, das hat ausgehärtet und hat im Endeffekt keinen Rostschutz mehr dargeboten sozusagen. Arbeitsweise auch von dieser Sonde, ja? Die beste Kontrolle in der Hohlräume ist einfach, wenn es ein bisschen rein anfängt, dann muss man relativ ein bisschen Material haben. Richtig schön, voll, perfekt, oben, unten, überall, so soll es sein.
jetzt nehmen wir den Box, nehmen wir eigene Pistolen wieder. Mit einer Flächendüse nennt sich sowas. Flächendüse mit Wendedüse. Das heißt, ich kann schnell, wenn ich eine kleine Verklausung habe in der Düse, weil sie sehr fein spritzt, kann ich sie umschalten, dann spritze ich sie wieder frei und dann kann ich weiterarbeiten. Das ist eine 20 Grad Düse mit 20 Grad Spritzwinkel. Da wird es irgendwas lustig. Sehr gut, der Box damit aufkommen. Nächster Arbeitsschritt. Ja, jetzt kommt der letzte Schicht, was wir aufgeben. Das ist jetzt eben dieses erwähnte Linitol 4942 Metallic. Das ist einer unserer Mittel mit der meisten Schichtstärke. Das wollen wir jetzt mit unserer Jahrespumpe an. Vom Sprühnebel her ist das natürlich mit einem ehrlichen Gerät sehr minimal. Und das nebelt nicht. Ein big neues Auto nicht ab. Das extra nicht, weil ich alles, was ich jetzt ein bisschen an Lösemittel löse, das lege ich am Boden ab und geht nicht nach oben. Und damit haben wir da keine Sonne. Also ich habe schon ein bisschen erklärt, meine Leute da jetzt bei YouTube und auch die, was meine Videos anschauen. Wann sollte ich das dann wiederholen, die ganze Geschichte? Es ist immer so, im Schnitt sagen wir alle 2 Jahre eine Sichtkontrolle. Es wird natürlich so sein, dass nie mehr das ganze Auto zum Konservieren ist. Aber es wird natürlich expandierte Stollen immer geben, so wie zum Beispiel die Stollen, wo natürlich auf der Autobahn oder auch wenn ich auf Schlechtwege fahre, da das erste Mal Bodenkontakt könnte kriegen oder wie gesagt auf der Autobahn. Einfach bei der hohen Geschwindigkeit Regen oder auch im Winter der Streisholz immer raufkommt, ist so wie eine kleine Sonnenstrahlung. Da wird expandierte Stollen wahrscheinlich immer wieder einmal zum Nachkonservieren werden. Aber ich werde so Bereiche wieder oben, die ich nie mehr brauchen machen. Also es alle 2 Jahre fehlen eine Sichtkontrolle, dann wirklich nur die Stollen, die schadhaft geworden sind, nachkonservieren, den Rest ist erledigt. Perfekte Geschichte. Also man greift einmal ins Götterschlein und man hat halt sehr lang eine Ruhe. Sehr, sehr lang. Genau. Es gibt sicher verschiedene Färbungen, das Ganze, oder? Natürlich verschiedene Formen, so wie das gibt es natürlich auch in Schwarz. So wie das ist im Dunkelbau Metallic. Wie gesagt, wenn man das Licht schaut, hat ein leicht Metallic Schimmer. Und in einer ähnlichen Viskosität gibt es noch in Schwarz, dann gibt es eine Abstufung im Braun, ist auch von der Viskosität etwas drunter. Und es gibt sogar einen transparenten Korrosionsschutz natürlich. Also wir haben für Oldtimer-Geschichten und so. Genau, das ist noch immer mehr gedacht. Wirklich Sommerfahrzeuge, Sommerbetrieb, Saison- und Bodenschutzmäßig. So kennt ihr euch Oldtimer-Traktoren da in der Steiermark genauso gescheit behandeln lassen? Genau, es gibt zum Beispiel speziell Winterdienst-Traktoren, hitzebeständig bis 200 Grad, ganz wichtig. Kann ich auch wirklich die Ölwanne von den Traktoren, Differentiale, Getriebe, alles mitkonservieren, ist absolut transparent. Grifffest, wie gesagt, nimmt keinen Schmutz auf, Dampfstrahlerfest und vor allem alkalisch beständig, das heißt gegen Salz beständig. Und es hat einen großen Vorteil noch, es ist der einzige Korrosionsschutz auf Wachsbasis, der aber nicht Luftfeuchtigkeit aushärtet, sondern chemisch aushärtet. Perfekt.
So, da Freunde, fertig sind wir. Fix und fertig sind wir. Ich bin so. Ich habe das selber jetzt ausprobiert. Mit der Apparatur, was mein Kollege mitgehört hat. Es geht super klasse, es geht super einfach, es lebt nichts. Mein Board ist rein. Man glaubt es nicht. Und Deckungskraft super. Nur ich verstehe es voll und ganz. Das hat einen bestimmten Wert, der was sowas macht, weil es steckt Arbeit dahinter. Es steckt wirklich sehr viel Arbeit dahinter überhaupt, weil es sehr viel verwinkelt ist. Und das mit der Sonde rein. Also, wenn eine Werkstatt das anbietet und das binnen kürzester Zeit fertig ist, dann kann es nichts Gescheites sein. Auf keinen Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt sogar Arbeit dran. Und du musst einfach öfters drüber schauen, aus verschiedenen Blinkwinkeln drüber schauen, mit deiner Taschenlampe drüber schauen. Da findest du immer was an. Und wie gesagt, es soll ja ein geschlossenes System da oben drauf sein, dass nirgends ein Rostmann eine Chance hat. Nirgends. Ich will es halt auf keinen Fall. So, schauen wir mal kurz drüber. Es kennt es noch. Aber morgen soll es wieder ganz anders ausschauen. Und morgen machen wir noch ein eigenes Video. Wer bleibt auf der Bühne heute dort? Bei der Firma Super. Da muss ich ein großes Dankeschön sagen, dass wir das da veranstalten haben dürfen, die ganze Aktion mit der Versiegelung und alles. Und über die Firma Supern gibt es noch ein eigenes Video und da stelle ich die Firma vor, was er alles macht. Er macht tolle Sachen, er macht sehr gut und wie gesagt, gibt es ein eigenes Video. Nicht vergessen, abonnieren, Glocke drücken. Jetzt schauen wir noch mal kurz drüber. Und dann möchte ich mich noch bedanken von der Firma Dinitrol, der was mir das alles zur Verfügung gestellt hat und auch gemacht hat. So, da gucken wir mal. Wie gesagt, es glänzt heute halt noch ein bisschen, aber es fängt schon an wieder zum Mod zu werden. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Und morgen soll das grifffest sein mit einem leichten Film, aber nicht schmierig oder sonst irgendwas, dass kein Star oben bicken bleibt. Ein Star arbeitet sich durch bis zum Untergrund. Auf keinen Fall. So, da noch einmal drüber. Echt tolle Geschichte. Und wie gesagt, die Firma Super Neues, da gibt es ein eigenes Video. Und der wird euch das klipp und klar erklären, was er da alles macht. Ja, wie gesagt, wenn ihr euch ein Auto erhalten wollt, zur Firma Supern, auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich mir schnell, der eine Herr da was zu putzen, Firma Supern. So, und ich möchte mich jetzt bei der Firma Dinitrol für die ganze Geschichte jetzt noch bedanken. Also, es ist eine tadellose Geschichte gewesen und ich hoffe, ihr schaut mir die Videos an. Es werden noch viel mehr Videos noch kommen und ja, großes Danke, großes Danke. Bitte gern und viel Spaß mit deinem Projekt. Danke, danke. Dinitrol, Tag 2. Schauen wir uns das Ergebnis mal an. So, da. Tadellos. Also, das ist so ein schönes Bild. Wirklich. Sauber. Das macht was her, das Braun. Das macht wirklich was her. Wahnsinn. Tadellos. Tadellos. Und am besten gleich alles einspritzen. Es macht überhaupt nichts aus. Und es macht einfach ein schönes Bild über die ganze Fläche und alles. Wunderschön. Also muss ich schon sagen, das Produkt hat mir mehr wie überzeugt. Der Kollege von Dinitrol sowieso. Preis-Leistung, Wahnsinn. Und wie gesagt, wenn ihr sowas haben möchtet, meldet euch bei mir, kriegt Adressen, Kontakte. Die Firma auch, wo ich das gemacht habe, natürlich läuft das auch viel über die Firmen. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Für jeden Offroad-Bereich, Camping-Bereich, privaten, Oldtimer-Geschichten, top, wirklich top. Ich danke euch für den Zuschauen.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke fürs Vorbeischauen und nicht vergessen, einen Daumen hoch. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt von meinen Videos, das Glockel und über ein Abo würde mich sehr freuen. So, bis bald. Euer ATG Anton der Große, Offroad und Campinggarage.